Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kultur ist Lebensmittel, das wird immer so leicht dahingesagt. In Berlin sind Kunst und Kultur tatsächlich noch mal von viel größerer Relevanz, weil ohne Kultur wäre Berlin nicht das, was es heute ist. Kunst und Kultur prägen das Lebensgefühl unserer Stadt, prägen den Rhythmus und ihre Entwicklung und haben einen enormen Anteil an der Attraktivität, die Berlin besitzt. Unsere aktuelle Bevölkerungsumfrage zur kulturellen Teilhabe hat ergeben, dass fast 60% der Berlinerinnen und Berliner sagen, die Theatern, Opern, Konzerte und Museen sind für mich ein wichtiger Grund, gern in Berlin zu leben. Und dass die Menschen in Berlin insgesamt Kulturliebhaberinnen und Kulturliebhaber sind und die vorhandenen Kulturangebote häufiger nutzen als die Einwohnerinnen und Einwohner anderer Großstädte, das ist auch bekannt. Für den Kulturbereich war der Lockdown im März ein Schock, ebenso das vorzeitige Ende der Spielzeit. Was wir nicht nur in der Kulturministerkonferenz vereinbart haben, war also kein Berliner Alleingang, sondern was wir insbesondere mit den Intendantinnen und Intendanten besprochen haben und mit ihnen gemeinsam kommuniziert haben. Denn wir waren dankbar dafür, dass sie diese Planungssicherheit hatten, weil das Schlimmste für sie wäre, rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, jede Woche neue Rahmenbedingungen. Und so ließ sich über die ersten 3 Monate dieses Lockdowns hinweg dann auch das danach besser planen, belastbarer planen, auch für die Zukunft. Das ist uns alles nicht leicht gefallen, aber es war trotzdem richtig, hier schnell und entschlossen zu handeln. Das zeigt ein Blick in andere Länder, die viel zu spät reagiert haben und in denen die Theater und sogar die Museen immer noch komplett geschlossen sind. Beispielsweise in den Vereinigten Staaten, liebe AfD, liebe CDU, liebe FDP, das ist doch immer ihr Vorzeigeland mit seinem Ultraliberalismus, da findet kulturell derzeit überhaupt nichts statt. Viele Einrichtungen und auch freiberuflich oder so selbstständige Kunstschaffende haben schnell nach Beginn des Lockdowns begonnen, so gut wie irgend möglich aus der Not eine Tugend zu machen. Sie haben digitale Formate, darunter einige vollständig neue, entwickelt, um auf diese Weise weiter Kontakt zum Publikum zu halten. Wir haben das unterstützt, indem wir innerhalb weniger Tage gemeinsam mit der Digitalagentur 3PC die Plattform Berlin Alive ans Netz gebracht haben, um während des Lockdowns die digitalen Angebote der Berliner Kunstszene zu bündeln und in die Wohnzimmer der Berlinerinnen und Berliner zu bringen. Und außerdem haben wir über eine integrierte Spendenmöglichkeit auch die Gelegenheit gegeben, die Kunstschaffenden direkt zu unterstützen. Aber es ist richtig, wirtschaftlich hat die Pandemie die Kultur so stark getroffen wie nur wenige andere Bereiche der Gesellschaft. Besonders heftig traf es die nicht angestellten Einzelkunst- und Kulturschaffenden, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, auf der Bühne zu stehen und ihre Kunst einem Publikum zu präsentieren, das nun nicht mehr zusammenkommen durfte. Deren Einnahmen sind durch die Absage von Veranstaltungen von heute auf morgen komplett weggebrochen. Und da bin ich auch tatsächlich froh, dass wir mit unserer schnellen Umsetzung der Soforthilfe 2 mit Hilfe der IBB auch Zehntausenden Kulturschaffenden in Berlin helfen konnten. Und Herr Juhnke, mit demselben Einsatz, mit derselben Werbe, wie Sie heute Morgen hier standen, können Sie sich ja mal bei Ihren Kollegen und Kollegen in der Bundesregierung dafür einsetzen, dass die Bundesratsinitiative, die im Bundesrat Erfolg hatte, der Länder Bremen und Berlin, jetzt endlich mal umgesetzt wird, dass ein sogenannter fiktiver Unternehmerlohn als Pauschale zur Deckung von Lebenshaltungskosten jetzt endlich gewährt wird. Und da können Sie jetzt auch nicht auf den Finanzminister zeigen. Es ist Ihr Wirtschaftsminister, Herr Altmaier, der sich im März hingestellt hat und 25 Milliarden verkauft hat als das große Geschenk für die Massen. Wissen Sie, wie viele von den 25 Milliarden auch nur beantragt worden sind? 700 Millionen beantragt. Das heißt nicht, die sind geflossen. Und alle 3 Monate verkauft uns Herr Altmaier diese 25 Milliarden jetzt wieder als große Rettungsaktion. Während diejenigen, die dringend darauf angewiesen sind, von dieser Bundesregierung zur Hartz IV geschickt werden, während ihre Selbstständigkeit und ihre Freiberuflichkeit nicht selten explizit die Konsequenz genau dieser Hartz IV-Gesetzgebung ist. Sie haben wirklich genug zu tun, Herr Juhnke. Sie haben wirklich genug zu tun, wenn Sie den Kulturschaffenden in Berlin einen Gefallen tun. Es ist nämlich von Wumms weit und breit keine Spur. Und das Geld liegt ungenutzt auf den Konten von der Bundesregierung herum, während die Selbstständigen in Hartz IV gezwungen werden, wo in der Praxis vom angeblich vereinfachten Zugang oftmals nicht allzu viel zu spüren ist. Ich kriege nämlich die Post von den Kolleginnen und Kollegen, die dann die Erfahrung in den Jobcenter landen und denen dann zum Beispiel erklärt wird, na, können wir erstmal ihre Geige verkaufen, bevor es jetzt hier an dieser Stelle eine Unterstützung durch die Jobcenter gibt. Ich kann echt nur sagen, dass wir das Versagen der Bundesregierung an dieser Stelle nicht voll kompensieren können, weil uns die beim Bund herumliegenden Milliarden schlicht und einfach nicht zur Verfügung stehen.
Wir haben aber, um Berliner Kunstschaffende gezielt zu unterstützen, jetzt aktuell gerade 2000 Sonderstipendien in Höhe von 1500 Euro pro Monat angesetzt auf 6 Monate zur Verfügung gestellt. Das macht insgesamt immerhin 18 Millionen Euro. Ich glaube, ein solches Stipendienprogramm kann sich im bundesweiten Maßstab sehen lassen. Das wird aus Mitteln des Nachtragshaushalts dann finanziert und es wird vielen Kunstschaffenden ermöglichen, ihrer professionellen Arbeit weiter nachzugehen. Außerdem haben wir auch gleich noch im März, wo wir über unsere regulären Förderprogramme Zuschüsse für Kunstprojekte ausschreiben, massive Vereinfachungen im Zuwendungsrecht vorgenommen. Das hat die Finanzverwaltung mit unterstützt, sodass in Berlin zum Beispiel sofort Ausfallhonorare gezahlt werden konnten, dass Projekte unbürokratisch zeitlich verschoben oder unter Pandemiebedingungen umgestaltet werden konnten. Was die etwas größeren Kultureinrichtungen und Kulturbetriebe angeht, ist die Lage nicht ganz so dramatisch wie bei den Privaten. Aber auch hier gibt es natürlich extreme Einnahmeausfälle. Und wir haben jetzt für das Jahr 2020 die auf voraussichtlich 47 Millionen Euro beziffert. Da ist der Friedrichstadtpalast nicht mit dabei, weil beim Friedrichstadtpalast konnten wir die vorgezogene Maßnahme der Sanierung der Lüftungsanlage machen und können jetzt Geld einsetzen, was wir sonst im Jahr 2022 eingesetzt hätten. Zusammengenommen sind das dann eben 60 Millionen. Für das Jahr 2020 lassen sich diese Ausfälle noch gar nicht seriös abschätzen. Wir sind ja erst mittendrin in der Pandemie. Also wenn ich Herrn Juhnke, wenn ich Herrn Kluckert hier so zuhöre, dann frage ich mich, wo leben Sie eigentlich? Wir sind mittendrin, die Ansteckungszahlen steigen wieder. Und es ist so, dass ich ja in permanenter Kommunikation mit den Einrichtungsleitungen bin. Und Sie können ja die Säle alle aufmachen, können ja sagen, alle Plätze besetzen wir mal. Was ich aus unseren Einrichtungen höre, ist, es gibt eine große Zurückhaltung. Wenn man derzeit Karten in der Staatsoper haben will, kann man die relativ schnell bekommen. Wenn man jetzt ins BKA-Theater gehen will oder ins Tipi am Kanzleramt, man kann die Karten relativ schnell bekommen, weil die Leute nämlich gar nicht ohne weiteres bereit sind, in diese Kultureinrichtungen jetzt zu gehen. Da gibt es nämlich auch Sorgen. Und eine Hasardeurpolitik wird Vertrauen in die Sicherheit des Kulturgenusses sicherlich nicht erhöhen. Das Schlimmste wäre, wenn irgendwo in einer Kultureinrichtung tatsächlich was passiert. Und ich kann Ihnen sagen, ein bisschen was kriegen wir ja mit. In einer unserer Gedenkstätten gab es jetzt einen Fall. Wir müssen wirklich aufpassen und wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Leute nämlich wirklich das Gefühl haben, es ist dort nicht sicher, dann haben wir mit Zitronen gehandelt und dann ist der Schaden mittel- und langfristig viel, viel größer. Unsere öffentlichen Kultureinrichtungen sind natürlich angehalten zu einem vorsichtigen Umgang mit Haushaltsmitteln. Aber wir haben natürlich auch gesagt, sie sollen unter Pandemiebedingungen arbeiten. Und es ist schon extrem beachtlich, was von unseren Theatern, Museen, Orchestern und Opern, den Gedenkstätten und Galerien, aber auch etwa in unseren Musikschulen und Bibliotheken geleistet wird. Dazu wirklich meinen ganz herzlichen Dank. Und während das in anderen Bundesländern bis heute nicht möglich ist, haben wir bereits im März unseren Kultureinrichtungen gesagt, ihr könnt Ausfallhonorare für bereits vereinbarte Produktionen und Gastkunstkünstlerinnen und Ensembles, die aufgrund der Pandemie nicht auftreten können, zahlen, auch wenn das in den Verträgen nicht vereinbart ist. Das haben wir schon im März gemacht. Der Bund hat sich dann im Mai oder Juni oder Juli auf die Schultern geklopft, als hätten sie da gerade eine ganz große Erfindung gemacht. Das war in Berlin eine Selbstverständlichkeit. Während allerdings bei den institutionell geförderten Kultureinrichtungen die Förderungen zumindest regulär weiterlaufen und deswegen ein Grundstück an Liquidität vorhanden ist, haben wir vor allem in den nicht geförderten Kulturbetrieben, vor allem in den kleinen und mittleren, keine Einnahmebasis mehr. Und da haben wir natürlich diese Soforthilfe 4 als Programm zur Sicherung von Zuschüssen zur Liquiditätssicherung ermöglicht. Gerade weil die meisten dieser Betriebe in normalen Jahren gerade so kostendeckend arbeiten oder mit geringer Rendite, wäre es total illusorisch zu glauben, Kredite könnten hier eine generelle Lösung sein. Davon profitierten in der ersten Runde fast 80 Theater, Varietés, Museen, Kinos, Clubs mit jeweils mindestens 10 Beschäftigten. In der zweiten Runde jetzt werden aller Voraussicht nach noch mehr Kulturorte gefördert, weil wir die Zugangsbedingungen verbessert haben. Wir sichern damit die Liquidität der Einrichtung in dieser Zeit, in der von einem Normalbetrieb in der Branche überhaupt keine Rede sein kann. Und lieber Herr Kluckert, etwas nicht zu wissen, ist nicht schlimm. Diese Ignoranz und Unkenntnis dann allerdings noch zelebrieren, zur Schau zu stellen, ist peinlich. Und wider besseren Wissens Dinge zu behaupten, ist einfach bösartig. Ich kann Ihnen das ganz klar sagen. Wir arbeiten natürlich auf Hochdruck daran, wieder mehr Normalität und geregelten Betrieb und Kulturgenuss zu ermöglichen, wo immer das mit Blick aufs Pandemiegeschehen und den Infektionsschutz vertretbar ist. Was nicht vertretbar ist, ist eine Meinung, die die Charité auch genau als eine solche Einzelmeinung gekennzeichnet hat, für State of the Art im Pandemiebetrieb zu halten. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den Professoren Kurt, Kriegel, Gastmeier, Fossa, Mürbe und weiteren von der TU, von der Charité und vom Krankenhaus Bethanien in Moers, mit denen wir uns im Grunde jetzt seit Monaten
regelmäßig kommunikativ zusammenschließen und gemeinsam überlegen, welche weitere Lockerungen sind verkraftbar, was kann man machen, welche Vorschriften sollten eingegangen werden. Und das ist eine schwierige Abwägung. Der Amtsarzt in Mitte ist nach wie vor der Ansicht, dass man innerhalb von geschlossenen Räumen grundsätzlich eine FMP2-Maske aufsetzen muss. Das ist so eine, wie Herr Junke gerade aufhat. Also die richtige Balance zu finden zwischen macht die Seele voll, wie gesagt, ob die Leute kommen, ist noch eine zweite Frage, und macht sie unter Bedingungen voll, wo Kulturgenuss auch wirklich schwer zu ertragen ist. Diese Balance, die gehen wir ein und das machen wir. Und man kann an der Stelle ja sagen, in die Museen, Ausstellungshäuser, Gedenkstätten ist das Publikum bereits zurückgekehrt. Pop-up-Outdoor-Kultur, lieber Herr Kluckert, findet übrigens statt. Aber dass die FDP jetzt eine Senatskulturverwaltung mit der Konzert- und Gastspieldirektion der DDR-seligen Angedenkens vergleicht und von uns erwartet, dass wir jetzt hier draußen durch die Gegend rennen und die Kiezkonzerte machen. Also da müssten Sie dann wirklich irgendwie noch mal ein bisschen gucken, welches Verständnis einer Kulturverwaltung haben Sie jetzt eigentlich. Wir haben BesucherInnen-Befragungen unseres Kulturmonitorings gemacht und es zeigt sich deutlich, dass es ein hohes Vertrauen der BesucherInnen in die Vorkehrungen der Einrichtung gibt. 91% sind mit der Umsetzung der Hygienemaßnahmen zufrieden oder sehr zufrieden, nur 1% ist unzufrieden. Herr Wesener und Herr Jahnke sind schon darauf eingegangen. Wir hatten vorige Woche die Berlin Art Week, das war und ist international, also in der New York Times so wahrgenommen worden, als die erste international wirklich relevante Kunstveranstaltung seit dem Lockdown. Ich will darauf verweisen, es gab noch viel mehr. Young Euro Classic, das Musikfest, der Tanz im August, das Popkulturfestival, jeweils auch mit spezifischen Formaten, Mix, digital und analog, was für großartige Ideen da entstanden sind, was für tolle Sachen da gemacht worden sind. Und auch in den Bühnen ist das Brot des Künstlers der Applaus, nebenbei allerdings vom Applaus wird man auch nicht satt, auch schon längst wieder State of the Art. Also die Bühnen haben im Sommer auch gar nicht spielen wollen. Die hatten nämlich Sommerferien, Herr Kluckert. Das machen die jedes Mal so. Müssten Sie eigentlich wissen als Kulturpolitiker. Und unser aktuelles Hygienerahmenkonzept erlaubt in den Sälen mit fest eingebauter maschineller Belüftung eine Reduzierung des Mindestabstands auf 1 Meter unter Mund-Nase-Bedingungen. Das ermöglicht immerhin wieder eine Belegung von 50%. Und wir scannen derzeit gerade die Belüftungsanlagen durch. Und wenn das alles gut geht, dann werden wir in einem Monat auch bei der Maske ein bisschen kulanter werden. Also, ich muss an der Stelle Herrn Junke noch mal sagen, ich weiß nicht, auf welcher Welt Sie leben, aber im Konzert der Bundesländer geht Berlin ziemlich vorne weg. Also unser Hygienerahmenkonzept ermöglicht mehr, als in der Mehrheit der Bundesländer bis zum heutigen Tage möglich ist. Sie hätten den Aufwand, also Sie haben ja ein Metaphernfeuerwerk hier entfacht, Herr Junke, also ein Rundumschlag versucht. Das war ein ziemlich dünnes Brett, an dem Sie 10 Minuten lang gebohrt haben. Aber Sie hätten den Aufwand, statt für die Erfindung von Sprachbildern, lieber für die Substanz Ihrer Rede verwenden sollen. Ich habe gestern mit Elisabeth Sobotka, der Intendantin der Bregenzer Festspiele, gesprochen. Und weil ich immer höre, Salzburg, Salzburg, Salzburg. Gucken Sie mal nach Wien. Da sind die Ansteckungszahlen mittlerweile so hoch, es ist wieder Risikogebiet. Das liegt nicht an individuellen Entscheidungen von Personen zu ihrem Gesundheitszustand, sondern an Public-Health-Problemen. Ich muss schon wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Und Frau Sobotka hat mir gesagt, bei Ihnen läuft das eben auch nicht mehr so, wie Sie behaupten, sondern da überlegen die gerade wieder, Dinge runterzufahren. Und vor allem, die lassen ihre Einrichtung mit der Verantwortlichkeit für das, was da passiert, komplett alleine. Das käme für mich hier in Berlin nicht in Frage. Das ist nicht mein Verständnis von Kulturpolitik. Und trotzdem gibt es natürlich Bereiche, vor allem Clubs und Live-Musikspielstätten, wo ein normaler Betrieb in den Innenräumen mit Tanz, Schweiß, Kontrollverlust und vielen Menschen auf engem Raum oft auch keine guten Belüftungsmöglichkeiten noch überhaupt nicht zu denken ist. Ich will ausdrücklich betonen, dass auch die ClubbetreiberInnen in Berlin das so sehen und sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Es ist die Ausnahme, dass, wie vorgestern in Pankow passiert, nachts um 2.45 Uhr eine Tanzparty in einem Club beendet werden muss, wo keine Regeln mehr eingehalten wurden. Ich muss sagen, dass die Clubkommission und die BetreiberInnen extrem besonnen sind und sehr genau wissen, was auf dem Spiel steht. Umso wichtiger ist die von uns geleistete wirtschaftliche Hilfe, damit sie die Krise auch durchstehen können. Das bedeutet, im Freien, wo das Infektionsrisiko niedriger ist, mehr zu ermöglichen. Deswegen machen wir draußen statt, deswegen bringen wir Kunst und Kultur in den Stadtraum, deswegen ermutigen wir eine wohlwollende Genehmigungspraxis und stellen Mittel für sichere Veranstaltungen im öffentlichen Raum zur Verfügung. Auch die Bezirke sollen daran partizipieren. Ich habe gestern die Förderrichtlinie unterzeichnet, die gilt rückwirkend zum 1.8., damit bereits begonnene Vorhaben auch unterstützt werden können.
Am 3. Oktober ist Tag der Clubkultur. Da werden 40 der besten Clubs der Stadt sich mit unserer Unterstützung mehrheitlich im Freien präsentieren. Und wir würdigen mit diesen 40 Auszeichnungen auch das programmatische Engagement von Clubs hier in unserer Stadt. Denn das sind Freiräume, das sind Orte des Ausprobierens und Experimentierens. Nicht zuletzt auch Safe Spaces. Was wäre Berlin ohne sie? Und wenn man im Berghain gerade nicht feiern kann, kann man dort bei einem Besuch in Studio Berlin eine ganz hervorragende Auswahl von neu entstandenen Werken Berliner KünstlerInnen sehen. Darum beneiden uns die Zeitungsredaktionen aus anderen Metropolen gerade schwer. Ich will langsam zum Ende kommen und sagen, ich muss Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung danken, aber ich will auch um weitere Unterstützung werben. Denn alle Koalitionsredner zumindest haben es deutlich gemacht, wir sind lange nicht am Ende. Und ich glaube, wir werden nicht allein mit Liquiditätshilfen bis zum Schluss durchkommen. Denn die zwingen jetzt die Kulturbetriebe, sich im Grunde bis aufs Gerippe abzuhungern, bevor sie öffentliche Unterstützung von uns bekommen. Und natürlich denken wir im Senat, denken wir mit dem Finanzsenator auch schon drüber nach, was können konjunkturell belebende andere Ideen und Konzepte sein, die dann helfen. Und das wird auch im Jahr 2020 nicht ohne Einsatz zusätzlicher Mittel gehen. Also, da möchte ich wirklich sagen, ich danke Ihnen hier allen für die bisherige Rückendeckung und bitte Sie auch zukünftig nicht nachzulassen. Wir werden die Kultur, die Berlin in schwierigen Zeiten nie im Stich gelassen hat, als es der Stadt wirklich schlecht ging, jetzt nicht im Stich lassen können, wo es Ihnen schlecht geht. Und ich will mich dem Dank anschließen an alle Kulturschaffenden und Engagierten im Kulturbetrieb, auch den Verbänden. Ich nenne mal stellvertretend den LAFT, den BBK Berlin, die Clubkommission, aber auch den Chorverband und den Landesmusikrat, ohne die wir nicht so eng und kommunikativ die Probleme hier angehen könnten und die sich auch hier, also in dieser existenziell schwierigen Situation, als wichtige Partnerinnen und Partner erwiesen haben. Die Belastungsprobe, in der wir uns befinden, ist eine schwere Last für die Kulturlandschaft, aber dass sie mit Besonnenheit und Einfallsreichtum und Solidarität nicht mit Untergangsgerede, Herr Trefzer, bewältigt wird, vor allem aber mit dem nötigen Optimismus und langem Atem. Darauf kann Berlin stolz sein.